jetzt ist er wieder in Ordnung. Ich darf Sie kurz vorstellen, Frau Christen hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Linz und einen PhD der Uni Innsbruck mit dem Schwerpunkt internationale Wirtschaft. Sie ist Senior Economist am WIFO und arbeitet seit 2013 im Forschungsbereich Industrieökonomik, Innovation und internationaler Wettbewerb mit. Sie ist Lektorin an einer Reihe von Universitäten in Linz, in Innsbruck und in Wien, und ihr konkreter Forschungsschwerpunkt im Moment ist die empirische Analyse internationaler Handelsfragen, einschließlich von Direktinvestitionen, Internationalisierungsstrategien multinationaler Unternehmen und der Dienstleistungsmarkt. Das passt zu dem Themenbereich, den die Studie umfasst, Transportkosten, Wahrheit im internationalen Handel. Und ich übergebe das Wort an Frau Christen für ihre Präsentation. Ja, vielen Dank auch von meinerseits. Herzlich willkommen und ich werde gleich meinen Bildschirm teilen mit Ihnen. Ich hoffe, Sie können jetzt alle die Folien gut sehen. Als Feedback, man sieht es gut. Danke. Ja, super, danke. Ja, also nochmal von meiner Seite auch herzlich willkommen zur Präsentation zu unserer Studie Transportkosten Wahrheit im internationalen Handel, das gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen am WIFO entstanden ist und im Auftrag vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort beauftragt wurde. Es ist auch als FEW Research Report entweder direkt über die WIFO Homepage beziehungsweise über die FEW Seite öffentlich zugänglich. Ich möchte Ihnen in den nächsten 30 Minuten gerne einen Überblick geben, was eigentlich Transportkostenwahrheit bedeutet im Sinne einer Internalisierung der externen Effekte, die eben mit dem Warenverkehr bzw. mit dem Güterverkehr in Verbindung stehen. Einerseits eben Ihnen auch einen Einblick geben, welches Ausmaß bzw. welche Relevanz diese externen Effekte im Warentransport auf EU-Ebene haben und inwieweit eine Internalisierung auf EU-Ebene bereits durchgeführt wird, beziehungsweise mit welchen volkswirtschaftlichen Effekten eine allfällige Internalisierung einhergehen würde. Es ist prinzipiell ganz klar, dass der internationale Warenhandel sozusagen Transportaktivitäten bedingt, dadurch, dass die Güter von A nach B transportiert werden müssen, und damit verbunden sind unmittelbar externe Effekte, die allerdings nur teilweise in den Preisen berücksichtigt sind. Das können beispielsweise Kosten in Bezug auf die Luftverschmutzung sein, Kosten des Klimawandels, Lärmkosten, die durch den Transport entstehen, Unfallkosten, Kosten für den Naturverbrauch und Habitatsverlust oder auch Kosten, die in vor- und nachgelagerten Prozessen beispielsweise stattfinden. Generell ist das Problem mit diesen externen Kosten, und deswegen ist auch der Name extern, dass die Kosten nicht den Verursachern direkt zur Gänze hinzugerechnet werden und vielmals von der Gesellschaft getragen werden und dieses mangelnde Durchsetzen der Kostenwahrheit eben zu verzerrten Produktions- und Konsumentscheidungen führt und eben ein Marktversagen verursacht. Diese Nutzenverluste, die sozusagen aufgrund der Wohlfahrt oder der ineffizienten Ressourcenallokation entstehen, bedingen einerseits Wettbewerbsverzerrungen dadurch, dass eben international gehandelte Waren gegenüber einer lokalen bzw. regionalen Produktion indirekt durch die Gesellschaft subventioniert werden. Und andererseits ist das Thema sozusagen auch aus aktueller Diskussion hochrelevant, dass ja eine der Kernfragen zur Transformation in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit adressiert. Ich möchte Ihnen auch im Rahmen von unserer Studie oder im Rahmen von der Präsentation heute auch ein paar Handlungsoptionen aufzeigen, inwiefern sozusagen Internalisierung im Warenverkehr oder im Warenhandel sozusagen weiter ausgebaut werden könnte und allgemein
führt unsere Studie oder macht unsere Studie einen Beitrag in der Literatur, diesen Zusammenhang zwischen externen Kosten des Verkehrs und des internationalen Warenhandels etwas zu schließen. Was ist die Problematik oder die Schwierigkeit mit diesen externen Kosten ist, diese eben adäquat zu berücksichtigen, da eben für diese externen Kosten keine direkten Marktpreise vorliegen und eigentlich der Wert der Nutzenverluste bzw. der Schadens- oder Vermeidung erst direkt abgeschätzt oder ermittelt werden muss. Dazu gibt es in der Literatur mehrere Ansätze, die entweder bottom-up oder top-down stattfinden können. Also bottom-up wäre direkt von der einzelnen verursachenden Quelle, beispielsweise eben die Luftschadstoffe, die direkt aus dem Auto sozusagen emittiert werden und dann eben beispielsweise zu Atemwegserkrankungen führen können, oder top-down sozusagen, wo von den Gesamtemissionen auf die einzelnen Verursacher heruntergebrochen wird. Je nach Kostenkategorie sozusagen kommen auch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zum Einsatz. Das ist einerseits, kann das sozusagen direkt von der Quelle den Übertragungsweg abbilden und sozusagen eine monetäre Bewertung von Schäden bzw. Risiken vornehmen, beispielsweise eben, wie gerade genannt, im Fall von Luftschadstoffen, dass man sich eben das Risiko anschaut von Atemwegserkrankungen. Und diese dann versucht, monetär zu quantifizieren bzw. zu bewerten. Andererseits greift man auch auf eine direkte Bewertung von Emissionen auf Basis von Kostenfaktoren zurück, beispielsweise wenn Sie an den Preis für eine Tonne CO2-Äquivalent denken. Und es gibt auch sozusagen noch einen dritten Ansatz, das ist oft die Schätzung der Zahlungsbereitschaft. Das ist natürlich der schwierigste Ansatz, dass man die Leute sozusagen befragen muss, inwiefern, wie viel sie bereit wären zu zahlen sozusagen, um ein gewisses Risiko bzw. um einen gewissen Schaden zu vermeiden, beispielsweise im Fall von Unfallkosten, inwieweit sozusagen der Wert des statistischen Lebens hier ökonomisch bewertet werden kann. Also Sie sehen schon, die wirkliche Bewertung oder Monetarisierung dieser externen Effekte ist einer der großen Hürden, um wirklich dazu mal einen Preis zu ermitteln. In der Literatur oder beziehungsweise auf EU-Ebene werden diese externen Kosten oder externen Effekte des Verkehrs eigentlich seit über 15 Jahren laufend erfasst und bewertet. Natürlich hat sich im Laufe der Zeit die Datengrundlage und auch die Methodik immer wieder verbessert. Und im rezenten Handbuch, das im Jahr 2019 auf europäischer Ebene veröffentlicht wurde, wurden hier letztmals die externen Effekte des Verkehrs in der EU bewertet zu Preisen vom Jahr 2016. Das ist auch eine große Grundlage für diese Studie. Es gibt aber neben der Europäischen Union auch zahlreiche nationale Studien, die sich eben an diesen europäischen Konzepten orientieren, aber vielmals auf nationale Daten dann zurückgreifen. Und Sie werden dann auch später, ich möchte Ihnen später auch noch ein Beispiel zeigen, dass es hier dann auch aufgrund der Datenunterschiede bzw. Unterschiede in den Bewertungsansätzen auch zu deutlichen Unterschieden in den ermittelten Kosten kommen kann. Insgesamt muss man sagen, wie hoch ist jetzt das Ausmaß oder wie relevant sind diese externen Kosten im Verkehr innerhalb der EU? Sie sind nicht unerheblich und insgesamt beziffern sie sich oder belaufen sie sich auf 647 Milliarden Euro, wobei eigentlich der Großteil auf den Personentransport zurückzuführen ist, nämlich über 80%, während nur lediglich 18% auf den Warentransport zurückzuführen ist. Und mit diesen umgerechnet 119 Milliarden Euro, möchten wir uns sozusagen im Rahmen der Studie und im Rahmen der Präsentation eigentlich fokussieren. Also wir blicken nur auf die externen Kosten, die im Rahmen des Warentransports entstehen. Wenn man sich noch einen genaueren Blick auf diese externen Kosten des Güterhandels oder des Güterverkehrs sozusagen innerhalb der EU wirft, dann ist schon mal eins auffallend, dass ein Großteil, nämlich 53%, auf den Straßenverkehr zurückzuführen ist, lediglich knapp 40% sind auf den Seeverkehr zurückzuführen und die anderen Verkehrsteilnehmer haben eigentlich einen relativ geringen Anteil an diesen Gesamtkosten. Das zeigt schon sozusagen ein bisschen auch einen Blick darauf, welche Verkehrsteilnehmer hier im Vordergrund stehen. Allerdings bei dem Vergleich muss man berücksichtigen, dass das Transportaufkommen der einzelnen Verkehrsträger natürlich unterschiedlich sein kann.
Wenn man jetzt nun die externen Kosten der einzelnen Transportmittel bei gleicher Leistung vergleicht, also hier im Falle in Relation zu den Durchschnittskosten je Euro, je 1000 Tonnenkilometer, dann zeigt sich nach wie vor, dass der Straßenverkehr mit rund 34 Euro je 1000 Tonnenkilometer die höchsten Durchschnittskosten bzw. die höchsten externen Effekte verursacht. In Relation dazu beispielsweise der Bahnverkehr, der Bahngüterverkehr mit 13 Euro je 1000 Tonnenkilometer zu Buche schlägt und der Seeverkehr mit rund 7 Euro je 1000 Tonnenkilometer. Was in diesem Vergleich auch schon sichtbar ist, Sie sehen es an den unterschiedlichen Farben der einzelnen Balken, dass im Vergleich der einzelnen Verkehrsträger oder Transportmittel unterschiedliche Kostenkategorien eine andere Bedeutung haben. Und wenn man sozusagen einen näheren Blick auf die Bedeutung der einzelnen Kostenkategorien für die einzelnen Verkehrsträger wirft, dann zeigt sich beispielsweise, dass im Straßenverkehr hauptsächlich Kosten, die externen Kosten für Unfälle bzw. für die Luftverschmutzung zu Buche schlagen, während beispielsweise beim Seeverkehr 2/3 der Kosten auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind und rund 25% auf Kosten, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. Auffallend ist auch ein relativ hoher Anteil des Klimawandels beim Luftverkehr, hier werden Luftverkehr rund 67% der Kosten in erster Linie bedingen Kosten des Klimawandels. Der restliche Teil teilt sich vor allem auf vor- und nachgelagerte Prozesse auf. Das ist vor allem natürlich die Kerosingewinnung. Und Sie sehen schon, dass sozusagen hier auch innerhalb oder über den Vergleich der Einzelverkehrsteilnehmer auch sozusagen die Relevanz der einzelnen Kosten sehr variiert und das auch eine wichtige Rolle spielt im Hinblick darauf, wie diese externen Kosten dann internalisiert werden könnten. Die Kosten variieren aber nicht nur über die einzelnen Verkehrsträger, sondern ich habe es zu Beginn schon angedeutet, sie variieren auch über die einzelnen Studien bzw. Bewertungsmaßstäbe und Daten, die zugrunde liegen. Und ich habe Ihnen hier nur einen Ausschnitt gezeigt, der im Rahmen unserer Studie für den Straßengüterverkehr erhoben wurde. Ich habe Ihnen schon gesagt, auf europäischer Ebene wurden mehrere Studien, haben sich damit befasst, die externen Kosten des Verkehrs zu bewerten. Die rezente Studie ist aus dem Jahr 2019, die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2011 und wir haben das immer wieder im Vergleich zu einer nationalen Studie gesetzt, die eben auf nationale Daten basiert. Und Sie sehen schon beispielsweise am Beispiel für Österreich, dass hier beispielsweise die Gesamtkosten zwischen der rezenten europäischen Studie und der österreichischen Studie relativ ähnlich sind. Blickt man aber auf die Durchschnittskosten, das heißt, die das Transportaufkommen der einzelnen Verkehrsträger berücksichtigt, dann zeigen sich doch erhebliche Unterschiede, die doch eine erhebliche Abweichung von rund 43% aufzeigen. Das ist eben vielmals auf unterschiedliche nationale Daten zurückzuführen. Im Beispiel von diesem Fall ist es vor allem auf eine Kostenkategorie zurückzuführen, nämlich die Bewertung von Unfallkosten, die sozusagen eine andere Datengrundlage zu der Anzahl der Verunfallten auf nationaler Ebene berücksichtigt als auf europäischer Ebene. Aber ähnlich zeigt es sich auch im Vergleich zu den anderen Ländern, auch beispielsweise im Beispiel Deutschlands, wo zwar die Durchschnittskosten relativ ähnlich sind, aber hier eine größere Abweichung beispielsweise bei den Gesamtkosten auffallend ist. Und beispielsweise auch in der Schweiz, auch hier sind die im Vergleich der Durchschnittskosten zwischen der europäischen Studie und der nationalen Schweizer Studie deutliche Abweichungen von über 30% zu erkennen. Und das ist vielmals sozusagen auf einzelne Datengrundlagen oder Bewertungssätze zurückzuführen. Das nur im Hinterkopf sozusagen, dass prinzipiell die Bewertung sehr schwierig ist, sehr komplex ist und eben auch im Hinblick auf mit welchen Kostensätzen dann tatsächlich sozusagen gerechnet wird, sich doch deutliche Unterschiede in der ökonomischen Bewertung der externen Effekte ergeben. Wie steht es nun um die Internalisierung dieser externen Effekte auf EU-Ebene? Es gibt natürlich einige EU-Initiativen, die versuchen, diese Externalitäten in den Entscheidungsprozess der Verursacher mit einzubeziehen und in diesem Hinblick eben die externen Kosten zu internalisieren in dem Sinn, dass die Kosten sozusagen preiswirksam werden. Das passiert auf
auf Basis unterschiedlicher Instrumente, einerseits marktwirtschaftliche Instrumente wie Steuern, Gebühren oder handelbare Zertifikate. Denken Sie nur an Straßenbenutzungsgebühren, die in den einzelnen Ländern vorliegen, an unterschiedliche Kfz- und Versicherungssteuern bzw. handelbare Zertifikate, die vor allem im Straßenverkehr, im Güterverkehr, Entschuldigung, die Stromerzeugung beispielsweise beim Bahnverkehr erforderlich sind. Andererseits kommen auch Regulierungen zum Einsatz, wie Gebote und Verbote, da wäre beispielsweise das Lkw-Fahrverbot zu nennen. Auffallend ist aber, dass trotz der europäischen Initiative und auch beispielsweise im Straßenverkehr gibt es ja die auch große europäische, eine der wichtigsten europäischen Initiativen im Straßenverkehr ist die Eurovignetten-Richtlinie bzw. Wegekostenrichtlinie, die eben die Straßenbenutzungsgebühren regelt. Trotz dieser europäischen Initiativen zeigt sich aber eben, dass die EU-Gesetzgebung bzw. eine Harmonisierung nationaler Vorschriften eigentlich nicht vorhanden ist und dass vielmals sozusagen diese Internalisierungsmaßnahmen sozusagen den einzelnen Mitgliedstaaten obliegt. Zugleich muss man aber auch erwähnen, dass die Internalisierungsmaßnahmen, die im Einsatz sind, derzeit auch unterschiedliche Wirkungsbereiche haben. Beispielsweise auf europäischer Ebene ist hier das europäische Emissionszertifikatsystem zu nennen, das eben, wie schon erwähnt, bei der Stromerzeugung für den elektrischen Bahngüterverkehr beispielsweise erforderlich ist, beziehungsweise auch zukünftig beispielsweise im Hinblick auf E-Mobilität eine größere Rolle spielen wird. Auf nationaler Ebene, das heißt Instrumente, die vor allem in nationalen Ebenen wirken, sind zum Beispiel die Mineralölsteuer zu nennen, etwaige Straßenbenutzungsgebühren wie in Österreich die Autobahnvignette und die diversen Kfz- und Versicherungssteuern. Eine Ebene darunter gibt es auch auf der regionalen Ebene noch einzelne Maßnahmen, wie beispielsweise Sondermautstrecken. Denken Sie nur beispielsweise an die Brennermaut oder die Sondermaut für den Durchfahren des Arlberg-Tunnels auf der Autobahn. Und dann noch eine Ebene weiter drunter gibt es auch auf der lokalen Ebene konkrete Internalisierungsmaßnahmen, wie beispielsweise Innenstadtmaut, Citymaut in London beispielsweise wäre hier ein Beispiel, oder auch die Ufer- und Hafenentgelte im Seeverkehr bzw. Binnenschifffahrtsverkehr wirken auf lokaler Ebene, weil sie unterschiedlich hoch sein können. Das heißt, Sie sehen schon, dass es hier sozusagen deutliche Unterschiede gibt, einerseits im Wirkungsbereich und andererseits auch inwiefern konkrete externe Effekte damit aufgefangen werden können. Denken Sie nur an die Innenstadtmaut, das ist sozusagen ein Instrument, um den Straßenverkehr sozusagen im Zentrum sozusagen die damit verbundenen externen Effekte ein bisschen zu internalisieren bzw. zu bepreisen. Aber es hat sozusagen wirklich nur in einer lokalen Ebene eine räumliche Wirkung. Was ist sozusagen die Conclusio, ist, dass wir einerseits die Art der Externalität wissen müssen, die Art des Verkehrsmittels, das diese Emissionen emittiert und auch sozusagen den Wirkungsbereich mit berücksichtigen müssen, der sozusagen diese externen Effekte internalisieren kann, um eben auch angemessene Instrumente zur Internalisierung zu implementieren. Gegenüber von Internalisierungsmaßnahmen ist auch immer zu erwähnen, dass es auf europäischer Ebene bzw. auf Ebene der nationalen Mitgliedstaaten auch gewisse Steuerbegünstigungen und Befreiungen nach wie vor gibt, die auch den Verkehrsbereich bzw. in den Umweltbereich hineingehen. Denken Sie nur an die Mineralölsteuervergünstigung für Dieselfahrzeuge in Österreich oder beispielsweise die Mineralölsteuerbefreiung auf Kerosin. Insgesamt zeigt sich, dass durch die Maßnahmen, die sozusagen hier in den einzelnen Mitgliedstaaten gesetzt werden, EU-Einnahmen von rund 370 Milliarden Euro stattfinden. Wenn man sich aber diese Einnahmen sozusagen gegenüber den externen Kosten setzt, das klingt ja relativ viel, diese Einnahmen, dann zeigt sich, inwiefern beispielsweise die externen Effekte bereits internalisiert bzw. bereits gedeckt sind. Und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel aus dem Straßengüterverkehr wieder zeigen. Hier zeigt sich beispielsweise auf der Europäischen Union, dass die externen Kosten, das ist der dunkelgrüne Balken, sich bei rund 34 Euro belaufen, die Einnahmen aus dem Straßengüterverkehr im EU-Durchschnitt auf rund 15 Euro anfallen und sich daraus ein Kostendeckungsgrad von knapp 45% ergibt.
wenn man einen Blick auf Österreich wirft, dann zeigt sich gleich ein höherer Balken im Hinblick auf die externen Kosten. Das ist vor allem dadurch geschuldet, dass Österreich ein wichtiges Transitland ist. Die Einnahmen im Vergleich dazu sind relativ gleich zum EU-Durchschnitt bei knapp 16 Euro. Und es gibt sich daraus ein Kostendeckungsgrad im Straßengüterverkehr bei rund 36%. Auffallend ist, wenn man sich den Vergleich mit den anderen EU-Ländern anschaut, dass in keinem einzigen EU-Land die externen Kosten des Straßengüterverkehrs vollkommen internalisiert sind. Es gibt einige Ausreißer, einige wenige, muss ich sagen, die knapp 90% der Kosten internalisieren. Da wäre beispielsweise Kroatien zu nennen mit knapp 90%, das relativ hohe Straßenbenutzungsgebühren hat und deswegen hier hohe Einnahmen erzielt und zu diesem hohen Deckungsgrad kommt. Aber in der Regel ist der Kostendeckungsgrad, bewegt sich der zwischen 30% und 60%. Um die Brücke zu schlagen von den externen Kosten zum internationalen Bahnhandel, möchte ich Ihnen kurz einen Einblick geben, inwiefern einzelne Verkehrsträger für den europäischen Außenhandel von Bedeutung sind. Und Sie sehen schon, es gibt deutliche Unterschiede, ob wir den Handel oder die Handelsbeziehungen am EU-Binnenmarkt uns anschauen oder eben die Handelsverflechtungen der Europäischen Union mit Überseeländern. Während im EU-Binnenhandel der Großteil, nämlich über 70% der Handelsbeziehungen über den Straßenverkehr abgewickelt werden und nur relativ ein kleiner Anteil, nämlich knapp 7% über den Seeverkehr und knappe 3,5% über den Bahnverkehr, sehen Sie schon sozusagen die hervorstechende Bedeutung des Straßenverkehrs. Das ist natürlich aufgrund der geografischen Nähe der Länder, des infrastrukturbezogenen Ausbaus des Straßennetzverkehrs natürlich relativ gegeben. Im Vergleich dazu zeigt sich im Extra-EU-Handel, dass hier dem Seeverkehr die größte Bedeutung zukommt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, dadurch, dass hier vor allem distanzierte Überseeländer beliefert werden und hier bei den Exporten knapp 46% der Extra-EU-Export über den Seeverkehr abgewickelt werden. Davon gefolgt mit knapp 30% der Luftverkehr doch auch eine entscheidende Rolle bei den Extra-EU-Exporten hat und rund 20% der Exporte von der EU in die Überseeländer über den Straßenverkehr abgewickelt werden. Auf der Importseite ist der Seeverkehr mit rund 56% sogar noch etwas ausgeprägter. Der Luftverkehr hat einen Anteil von rund 20%, gefolgt vom Straßenverkehr mit 16%. Straßenverkehr sind vor allem jene außereuropäische Länder, die relativ nah an der Europäischen Union liegen. Beispielsweise sind das Außenhandelsbeziehungen mit Russland und der Türkei und auch den westlichen Balkanländern werden beispielsweise hier vorwiegend über die Straße beliefert. Während distanzierte Länder wie die USA, China vorwiegend über den See- und den Luftverkehr bedient werden. Sie sehen aber schon sozusagen, es stechen eigentlich drei Verkehrsteilnehmer heraus. Das ist der Seeverkehr, der Straßengüterverkehr und der Luftgüterverkehr, während der Anteil des Schienenverkehrs bzw. Bahngüterverkehrs eigentlich verschwindend klein ist. Wir haben auf Basis der externen Kosten, des europäischen Handbuchs bewertet wurden, versucht jetzt sozusagen hier einen Transportkostenaufschlag für den internationalen Warenhandel zu berechnen. Wobei unser Fokus dabei war, die externen Kosten im Zusammenhang mit dem Extra-EU-Warenverkehr zu analysieren und haben dafür sozusagen die externen Kosten im Verhältnis oder in Relation zum Außenhandel mit den Extra-EU-Ländern gesetzt und als Preisaufschlag diesen zugerechnet. Und Sie sehen schon, dass im Mittel der EU-Durchschnitt sozusagen über alle Extra-EU-Partnerländer, über alle Sektoren, aber nach Verkehrsträgern, der Transportaufschlag im Mittel 1,16% für Extra-EU-Exporte betrifft und 1,33% für Extra-EU-Importe. Auffallend ist eigentlich, dass sich die Transportaufschläge sehr ähnlich gestalten über die einzelnen Verkehrsträger. Einzige Ausnahme ist die Binnenschifffahrt. Hier
sehen wir deutlich höhere Transportaufschläge. Das ist einigen wenigen Handelsbeziehungen im Bereich der Gewinnung von Steinen und Erden und dem Bergbau geschuldet, die mengenmäßig eine große Bedeutung haben, aber wertmäßig nur einen sehr geringen Anteil haben und hier der Transportkostenaufschlag sozusagen überproportional hoch ausfällt im Verhältnis. Mit diesen Transportkostenaufschlägen, die wir sozusagen auf Basis der externen Kosten und der Außenhandelsbeziehungen ermittelt haben, haben wir nun Modellsimulationen anhand des multiregionalen Input-Output-Modells simuliert, um eben eine Internalisierung oder vollständige Internalisierung der externen Kosten im Extra-EU-Handel durchzuführen. Wir haben diese Transportkostenaufschläge auf die Import- und Exportpreise aufgeschlagen und zwei Szenarien ermittelt. Einerseits eine EU-weite Internalisierung, das heißt, alle EU-Länder einigen sich darauf, die externen Kosten, die mit dem Überseehandel in Verbindung stehen, zu internalisieren, gegenüber einem Alleingang Österreichs, sozusagen, wo nur Österreich dieses Szenario durchführt. Und die Effekte, die ich Ihnen auf den nächsten Folien präsentieren werde, sind als langfristige Gleichgewichtseffekte zu interpretieren. Ich glaube, ich brauche nicht mehr auf die Wirkungsweise eingehen. Sozusagen, es ist ganz klar, dass sozusagen ein Beispiel von einem Importzoll, dass sozusagen, wenn die Importpreise erhöht werden, vor allem die Importpreise aus Extra-EU-Ländern, die Nachfrage nach heimischen Erzeugnissen und anderen EU-Ländern natürlich steigt. Das ist ein positiver Stock für die EU-Wirtschaft, ceteris paribus. Und gleichzeitig aber führt die Verteuerung der Importe oder Vorleistungsgüter dadurch, dass bei den heimischen Unternehmen ein Preisdruck entsteht. Insgesamt zeigt sich aber, dass sollte die Arbeitslosigkeit sozusagen in den Modellnahmen sinken, die Kapitalauslastung gleichzeitig steigen und beides sozusagen ist mit einem tendenziell preiserhöhenden Wirkung verbunden, wodurch die expansive Wirkung etwas gedämpft wird. Natürlich ist sozusagen das immer nur die Modellreaktion, wenn man sich ein Land und sequenziell sozusagen anschaut. Natürlich die gesamte Reaktion innerhalb der EU ist abhängig von den einzelnen Produktions- und Handelsstrukturen beziehungsweise gewissen Spezialisierungsmustern. Was wir insgesamt feststellen, ist, dass wenn wir die externen Effekte im Extra-EU-Handel internalisieren würden, würden auf EU-Ebene Einnahmen von rund 33 Milliarden Euro lukriert werden können. Das ist rund 0,2% des EU-BIPs 2016. Und wir haben in der Modellsimulation zwei Annahmen getroffen. Einerseits, dass diese Einnahmen nicht verwertet werden und andererseits, dass sie budgetneutral als Staatsausgaben verwendet werden. Ich möchte Ihnen nun die Ergebnisse für die EU zeigen, wenn sozusagen im gesamten EU sich da eine Internalisierung einigt. Und was sich gleich zeigt, sozusagen, ist, dass sich neben umweltpolitischen auch ökonomische Impulse einstellen, sofern eben die Einnahmen als defizitneutrale Staatsausgaben berücksichtigt werden. Wir haben die Transportkostenaufschläge sequenziell ins Modell implementiert, also einerseits nur als Importzölle, dann nur als Aufschlag auf die Exportpreise, dann beide Zölle jeweils ohne Verwertung und dann als Gesamteffekt auch alles zusammen inklusive Verwertung. Es zeigt sich, dass nominell sozusagen hier die einzelnen Aufschläge auf Import- und Exportpreise sich im Gesamteffekt, im kombinierten Effekt kompensieren und eigentlich der BIP-Effekt relativ verschwindet. Betrachtet man sozusagen den Gesamteffekt mit einer Verwertung, zeigt sich, dass das reale BIP um 0,06% innerhalb der EU steigen könnte. Die Beschäftigung steigt und auch die Preise steigen und aufgrund des expansiven Wirkung dreht sich auch die Handelsbilanz auf leicht negativ. Im Gegensatz dazu möchte ich Ihnen die Effekte für Österreich vorstellen, wenn Österreich einen Alleingang durchführt. Das heißt, wenn es keine Einigung auf EU-Ebene geben sollte und Österreich hier aber sozusagen eine Vorreiterrolle einnehmen möchte. Insgesamt ist zu sagen, dass der unilaterale Eingriff Österreichs auf EU-Ebene kaum Auswirkungen hat. Also die Effekte auf EU-Ebene ändern sich nur in der dritten Kommastelle und werden daher auch nicht sozusagen gezeigt. Was sich schon ändert, sind natürlich die Effekte für Österreich und bitte das zu berücksichtigen im Vergleich. Das sind jetzt wirklich nur die Effekte für Österreich und nicht für die EU gesamt. Was sich zeigt, sind sozusagen, dass sich insgesamt die Effekte relativ gering ausfallen auf wenn sozusagen Österreich hier nur den Alleingang wagt und eigentlich kaum einen Beitrag zur Internalisierung natürlich leisten würde. Welche Optionen gibt es sozusagen diese Internalisierung
in Europa sozusagen voranzutreiben. Also generell ist das Niveau der Internationalisierung relativ gering. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, nun Ansätze zu finden, eine weitere Internationalisierung in Betracht zu ziehen. Einerseits können dafür handelspolitische Instrumente in Frage kommen, wobei hier sozusagen immer die Frage ist, inwieweit Umwelt- und Handelsabkommen miteinander verschränkt werden können unter Wahrung des internationalen Handelsrechts. Es zeigt sich aber auch beispielsweise, dass schon in der Struktur von Handelszöllen es Ungleichgewichte gibt, dass im Hinblick darauf, dass eben Waren mit einem höheren CO2-Gehalt systematisch geringere Zollsätze als CO2-arme Waren aufweisen und hier eine Reduzierung oder Anpassung der Struktur der Handelszölle zu einer Reduzierung von Emissionen führen könnte und gleichzeitig aber auch vielleicht spezifische oder bestimmte Spezialisierungsmuster von Ländern aufbrechen könnte. Was wichtig zu beachten ist, wenn man im Hinblick auf die Handelspolitik argumentieren möchte, ist, dass es lokale externe Effekte gibt und globale externe Effekte. Das heißt, die Lärmemissionen und Unfälle wirken eher lokal. Im Gegensatz dazu wäre beispielsweise die Kosten, die mit dem Klimawandel verbunden sind, sicherlich ein Instrument, das sozusagen multiregional angegangen werden könnte. Andere Möglichkeit wäre, dass auch in bilateralen Handelsabkommen sozusagen die Transportkostenwahrheit integriert wird, ähnlich zu Kapiteln zur Nachhaltigkeit. Es könnte auch sein, dass sozusagen auf privatwirtschaftlicher Ebene sich sozusagen ein nachhaltiger Transport im Hinblick auf eine Zertifizierung oder eines Labels durchsetzen könnte, ähnlich eben zu den Bio-Labels, die es bereits am Markt gibt. Auch im öffentlichen Beschaffungswesen könnte beispielsweise eine externe kostenminimierende Transport als Best-Prinzip berücksichtigt werden, das natürlich auch auf Basis eines Zertifizierungssystems funktioniert. Und natürlich ein Ansatzpunkt ist der erwähnte Ansatz, dass man umweltkontraproduktive Subventionen wie beispielsweise gewisse Steuerbegünstigungen oder Befreiungen auf Dieselkerosin, wie erwähnt, sozusagen vielleicht mal ins Auge fasst. Im Hinblick auf globale Effekte möchte ich nur ganz kurz noch einen Punkt herausstreichen, nämlich den Klimawandel. Hier gibt es ja sozusagen im Rahmen vom Green Deal und vormals auch dem Pariser Klimaschutzabkommen sehr ambitionierte EU-Klimaziele, die natürlich das Problem damit oder die Gefahr bieten, sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit von der Produktion innerhalb der EU auszuwirken und eben auch eine Verlagerung von Emissionen ins Ausland zu bewirken. Insgesamt sieht man ja, dass bereits 64 Länder oder Regionen eine CO2-Bepreisung vorsehen, wobei hier es deutliche Unterschiede im CO2-Preis gibt. Und die EU hat ja im Rahmen vom Green Deal angedacht, sozusagen einen sogenannten Grenzausgleichsmechanismus einzuführen, um eben Wettbewerbsbedingungen zu nivellieren und gleichzeitig einen Anreiz für länderübergreifende Maßnahmen zu setzen. Und da waren unterschiedliche Varianten in Diskussion, die mittlerweile relativ konkret geworden sind. Seit Juli 2021, jetzt im Fit for 55-Paket, zeigt sich, dass die EU anstrebt, ein CO2-Grenzausgleichssystem, das auf Basis von Zertifikaten für ausgewählte Waren in 5 Sektoren zum Einsatz kommen soll, das allerdings nur die direkten Emissionen von Treibhausgasen während der Produktion erfassen soll. Also sozusagen hier wäre wirklich nur die Produktion betroffen, vor- und nachgelagerte Prozesse, wie beispielsweise auch der Transport, wären hier derzeit sozusagen derzeitigen Vorschlag noch nicht mitgedacht, aber könnte natürlich auch weiter ausgeweitet werden. Weitere Möglichkeiten wäre beispielsweise auch den Luftverkehr stärker mit CO2-Preisen zu beziehen, beziehungsweise die kostenlose Emissionszertifikate hier abzuschaffen. Angedacht sind auch das Emissionshandelssystem auf den Seeverkehr auszuweiten, ein eigenes Emissionshandelssystem für den Straßenverkehr zu implementieren und gleichzeitig auch den emissionsfreien Verkehr zu forcieren, einerseits durch alternative Antriebe und andererseits durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist sozusagen die Handlungsoption, die sich im Rahmen vom Fit for 55-Paket hier anbieten würden. Generell möchte ich nur ganz kurz zum Abschied sagen, was ist unser Fazit von unserer Studie ist, dass das Ausmaß der Internationalisierung im Güter- bzw. Warenverkehr innerhalb der EU 28 sehr niedrig ist
und sich auch gezeigt hat, sozusagen, dass im Rahmen von der Modellsimulation, dass eine Umsetzung von einem kleinen Land wie Österreich eigentlich kaum Auswirkungen auf den internationalen Markt hätte. Es hat natürlich unmittelbare Wirkungen auf die heimische Wirtschaft, aber im Hinblick auf einen Beitrag zur Internalisierung der externen Effekte wäre wirklich eine Umsetzung der Internalisierungsmaßnahmen in einem großen Wirtschaftsraum wie der EU notwendig. Dafür hat sich aber gezeigt, dass sozusagen die EU-weite Internalisierung auch mit ökonomisch positiven Impulsen verbunden sein kann und hier konkrete europäische Maßnahmen oder Initiativen getroffen werden sollten, die ergänzend durch nationale Maßnahmen gestützt werden. Wobei vielleicht als Abschlusssatz hier eine Harmonisierung in gewissen Bereichen sicher sinnvoll wäre, um eben nationale Alleingänge oder eben ein bisschen sozusagen die Grenze zu bieten. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf eine anregende Diskussion bzw. Fragen und danke vielmals, Frau Christen. Das war wirklich sehr spannend. Ich fand schon die Studie wirklich sehr spannend und auch Ihre Präsentation jetzt sehr illuminierend. Während wir auf die Fragen aus dem Chat warten, darf ich nochmal alle Teilnehmer einladen, diese Möglichkeit, Frau Christen Fragen zu stellen, zu nutzen. Darf ich vielleicht wieder beginnen? Der erste Punkt, der sich stellt, aus Sicht eines Praktikers, ist die großen Unterschiede in den Ergebnissen der Studien, die zu diesem Thema gemacht wurden. Und was mich interessieren würde, ist, wie lassen sich die zuordnen, diese Unterschiede? Sie haben erwähnt, unterschiedliche Datenquellen. Ist das eine politische Selektivität, welche Datenquellen man heranzieht oder welche Datenquellen verfügbar sind? Hängt es damit zusammen, dass manche Studien früher waren, dass sich der Zugang zu Daten im Zeitablauf verändert hat? Oder an den Fragestellungen, die den Studien zugrunde lagen. Haben Sie ein bisschen ein Gefühl oder können Sie ein Gefühl mit uns teilen, wie sich diese unterschiedlichen Ergebnisse erklären? Also ich würde mal davon ausgehen, sozusagen, dass es nicht politisch motiviert ist, davon, dass auszugehen ist, dass die Studien alle sozusagen von unabhängigen Instituten erstellt worden sind. Was man schon sieht, sozusagen, und das ist ja auch Teil, sozusagen, was wir versucht haben herauszuarbeiten im Rahmen dieser Studie, ist, dass es natürlich auf mehreren Faktoren aufbaut. Einerseits kann man es wirklich an der Datengrundlage festmachen, im Hinblick darauf, ob europäische Daten verwendet werden, die teilweise sehr große Projekte teilweise implizieren haben, die beispielsweise die Ermittlung von bestimmten Kostensätzen zur Verfügung stellen. Andererseits natürlich nationale Daten, die auf nationale Statistiken auf beruhen sozusagen und hier schon einmal sozusagen zu Unterschieden, vielleicht auch im Hinblick auf die Erfassung gewisser Daten zu Unterschieden führen. Beispielsweise im Vergleich der Kostensätze, die auf der Europäischen Union und der österreichischen Studie für die externen Kosten des Verkehrs erhoben wurde, da zeigt sich beispielsweise, dass eigentlich die Bewertungsmaßstäbe relativ ähnlich waren, aber hier beispielsweise die Datengrundlage zu den Anzahl der Verunfallten deutlich abweicht, weil eben sozusagen scheinbar die nationale Statistik ein anderes Bild zeichnet als die Daten, die im Rahmen vom europäischen Projekt einfach einen anderen Zugang gewählt hat sozusagen. Es ist auch teilweise natürlich auf neuere Bewertungsansätze zurückzuführen. Das heißt natürlich auch im Hinblick beispielsweise auf einen CO2-Preis. Also den haben natürlich die älteren Studien natürlich viel mit niedriger angesetzt als beispielsweise rezente Studien, die davon ausgehen, dass der CO2-Preis in einer Spanne sein muss, die zumindest sozusagen die Pariser Klimaschutzziele abdecken sollte und sozusagen hier ein Signal zu setzen und auch effektiv umgesetzt werden zu können. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist einerseits
andere Datengrundlagen, die einfach aus der unterschiedlichen Erfassung von nationalen und europäischen Initiativen greift. Es ist unterschiedliche Bewertungsansätze und was ich auch versucht habe, sozusagen ein bisschen darzulegen, ist ja, dass auch bei gerade bei der Ermittlung von der Zahlungsbereitschaft, wo sozusagen wirklich Leute befragt werden, wie viel sie bereit wären, sozusagen um ein Schadensrisiko zu entgehen, bereit wären zu zahlen, da zeigen sich ja auch deutliche Unterschiede. Es ist natürlich eine heikle Frage. Ich meine, keiner von uns möchte das sozusagen, könnte das wahrscheinlich aus dem Stegreif beantworten, wie viel ihnen sein eigenes Leben wert wäre und das sozusagen auch noch in ökonomischen Maßen ausdrücken. Und da sieht man auch oft, dass sozusagen im Vergleich der einzelnen Studien beispielsweise der Wert des statistischen Lebens deutlich unterschiedlich ist und beziehungsweise anders angesetzt wurde, einfach weil andere Leute befragt wurden, die einfach zu einem anderen Bewertungsansatz kommen. Dankeschön. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, der sich ganz stark durchzieht, finde ich, durch Ihre Präsentation. Es ist plausibel, ich fange jetzt hinten an, wenn Sie sagen, dass für ein kleines Land wie Österreich, wenn man EU-konforme und DTU-konforme Maßnahmen setzen will, es nicht viel Spielraum gibt, dass es effizienter und effektiver ist, Maßnahmen auf EU-Ebene oder vielleicht im Idealfall auf internationaler Ebene zu setzen. Das ist mir als Ökonom völlig plausibel. Aber dann stolperte ich über Ihre Darstellung, über die Kostendeckungsgrade im Straßengüterverkehr innerhalb der EU, wo man sieht, dass die Spielräume, die einzelne Mitgliedstaaten haben, scheinbar doch sehr groß sind, wenn die Kostendeckungsraten variieren können zwischen über 90% und unter 20%. Und dass Österreich in diesem Bereich tendenziell nicht im sehr hohen Bereich angesiedelt ist. Da würde ich gerne ein bisschen ein Gefühl von Ihnen haben, vielleicht auf der Basis, wie Sie mit den Daten umgegangen sind. Gibt es da Möglichkeiten durch EU-Vereinheitlichung das hochzutreiben oder gibt es den Spielraum für Österreich, noch diesen Kostendeckungsgrad oder vielleicht ähnliche Kostendeckungsgrade für andere Transportmittel zu erhöhen? Also den Spielraum, glaube ich, gibt es sicher. Der ist sozusagen rein durch die Grafik sozusagen schon präsent. Und es war eigentlich auch für uns alle sehr erstaunlich sozusagen, dass obwohl europäische Initiativen da adressiert werden, also beispielsweise eben im Hinblick auf die Besteuerung oder Bepreisung vom Straßengüterverkehr, eben im Hinblick auf die Euro-Vignetten-Richtlinie beziehungsweise Wegekosten-Richtlinie, die eigentlich auf EU-Ebene sozusagen einen Rahmen vorgibt, inwiefern der Straßenverkehr oder Straßengüterverkehr sozusagen durch Benutzungsgebühren sozusagen Kosten dafür sozusagen eingepreist werden können, hat es uns verwundert, dass sozusagen, obwohl es eine europäische Initiative ist und schon seit langem implementiert, also ich meine, die Wegekostenrichtlinie gibt es ja schon, ist ja nichts Neues sozusagen, dass es trotzdem wiederum den einzelnen Mitgliedstaaten obliegt, da einzelne Höhen für die Straßenbenutzungsgebühren anzusetzen, beziehungsweise selbst zu entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Also das ist ja beispielsweise auch gerade die Diskussion, die derzeit auch, oder momentan vielleicht nicht gerade so aktuell, aber in den letzten Monaten aktuell war im Hinblick auf eine Einführung von einer Straßenbenutzungsgebühr in Deutschland. Also es ist ja auch schon da spannend zu sehen, dass sozusagen nicht alle Mitgliedsländer sozusagen hier versuchen, zumindest einen Teil dieser externen Kosten, die auch mit dem Personentransport sozusagen in Verbindung stehen, nicht nur mit dem Güterverkehr, hier zu bepreisen und sozusagen adäquat ein bisschen zu berücksichtigen, sondern dass es da sozusagen nicht nur in der Form der Höhe der Straßenbenutzungsgebühr, sondern auch in der grundlegenden Entscheidung, ob sie es möchten, Unterschiede gibt, nämlich wirklich deutliche Unterschiede. Und das, obwohl sozusagen immer wieder in mehreren Weißbüchern der Europäischen Kommission sozusagen und letztendlich jetzt auch im europäischen Grünen Deal immer wieder davon besprochen wird, eigentlich sozusagen auch im Verkehr verursachergerechte Preise herzustellen. Und desto verwunderlicher war es sozusagen zu sehen, dass es da enorme Unterschiede zwischen den Ländern gibt
Und natürlich, je höher diese Preise sind, beziehungsweise vielleicht auch inwiefern sie ausgelegt sind, also Beispiel Kroatien, Österreich, glaube ich, ist da auch vor allem der Unterschied, inwiefern es sozusagen eine wirklich kilometerabhängige Maut gibt, beziehungsweise wie im Fall von Österreich beispielsweise wirklich eine Vignette, die sozusagen für einen gewissen Geltungsbereich gilt und nicht kilometerbezogen ist. Gibt es da schon wirklich große Unterschiede, und es zeigt sozusagen auch, dass zwischen einer europäischen Initiative und dem Runterbrechen auf eine nationale Umsetzung noch viel Potenzial wäre und wahrscheinlich sozusagen im Hinblick auf die im Rahmen vom Green Deal gesteckten Ziele da noch viel Spielraum ist und viel Potenzial ist, da nachzurüsten. Und konkret auf den Fall von Österreich nachzugehen, ja natürlich, also Österreich hat ja sozusagen im Lkw-Bereich, also im Güterverkehr sozusagen mit einer kilometerabhängigen Maut natürlich nachgelegt, aber die ist nur auf hochrangigen Verkehrsnetzen wiederum gültig, und da gäbe es sicher Potenzial sozusagen auch hier konkret im Straßengüterverkehr noch weitere Maßnahmen zu setzen, um den Kostendeckungsgrad nach oben zu bringen. Das, was man, Sie haben das Beispiel Deutschland erwähnt, was man dort sieht, ist, dass es auch innerhalb der EU eine Tendenz gibt, Maßnahmen diskriminierend vorzunehmen, also die eigene Bevölkerung auszunehmen und die EU-Ausländer in dem Fall zu belasten, was halt nicht EU-konform ist und was vielleicht auch erklärt den relativ geringen Deckungsgrad in Österreich als Transitland. Wir haben eine Frage von Robert Sterer. Wurden in den Simulationen Retaliationsmaßnahmen bei der Setzung von Maßnahmen berücksichtigt? Nein, also sozusagen, wir haben nicht Gegenmaßnahmen von anderen oder betroffenen extra EU-Ländern hier mit berücksichtigt. Wir haben wirklich nur sozusagen diese Transportkostenaufschläge, die wir aus den Daten ermittelt haben, direkt auf die EU, auf die einzelnen EU-Export- und Importpreise aufgeschlagen, aber ohne sozusagen konkrete Gegenmaßnahmen einzuführen oder mitzudenken. Rein aus dem Grund, dass es sozusagen schwer ist, in welcher Bandbreite die wären und sozusagen auch für EU-Ebene wahrscheinlich sozusagen eine Ausgestaltung so sein müsste, dass sie WTO-konform ist. Also man sieht es ja auch sozusagen im Hinblick auf die derzeitigen Überlegungen zum Grenzausgleichsmechanismus, dass sozusagen hier immer das vorrangige Ziel war, WTO-Konformität zu erreichen. Und das müsste wahrscheinlich auch im Hinblick auf Transport, auf die Einbeziehung oder Internalisierung von Transportkosten eine Berücksichtigung finden, ohne davon natürlich, ohne davon auszugehen, dass sich nicht die Handelspartner sozusagen hier Beschwerde einlegen. Mhm. Danke. Ich habe jetzt eine Frage, die ich nicht ganz verstehe und die ich versuche zu interpretieren, aber vielleicht kann mir der Herr Reiter, von dem Sie stammt, weiterhelfen noch einmal. Die Frage ist, wurde im Modell bei der Höhe des Importzolls auf die Transportart Rücksicht genommen? Und die zweite Frage, ich glaube, das ist unabhängig, kann man sagen, wie viel Kilometer pro CO2 durch die Einführung eingespart wird? Also um auf die erste Frage umzugehen, jein, zum Teil ja. Also wir haben wirklich Transportkostenaufschläge je Transportmittel sozusagen ermittelt, und im Modell sind die anteilsmäßig eingegangen im Hinblick darauf, in wie viel der gesamte Außenhandel je Verkehrsteilnehmer, die Bedeutung sozusagen der einzelnen Transportmodi im Handel. So haben wir es versucht zu berücksichtigen. Nicht sozusagen konkret, wir haben kein multiregionales Modell, das bereits schon nach den einzelnen Transportmodi, zumindest den wichtigsten Transportmodi, unterscheidet. Aber es wurde indirekt sozusagen über die relativ für Bedeutung berücksichtigt. Die zweite Frage, muss ich nochmal, Entschuldigung, ich habe Sie da relativ schwer verstanden, Herr Schekulin, könnten Sie es nochmal wiederholen zum CO2-Preis? Ja, mache ich gern. Ich lese es einfach vor. Kann man sagen, wie viel Kilometer CO2 durch die Einführung, wir reden von den Zöllen, eingespart wurden? Nein, spannende Frage, muss ich leider sozusagen passen momentan.
da wir, sofern ich richtig informiert bin, unser Modell derzeit, oder zumindest dieses Modell, was wir für diese Abschätzung verwendet hat, jetzt noch nicht die konkreten CO2-Emissionen mit berücksichtigt hat. Ich weiß, dass das sozusagen im Rahmen von der BIOT prinzipiell möglich wäre, aber ich glaube, dass sozusagen das in unserem Modell derzeit noch nicht abgedeckt wurde, beziehungsweise haben wir es auch nicht jetzt explizit berücksichtigt. Ist aber eine spannende Frage und ich nehme es mit zu unserer Modellgruppe sozusagen und werde mich dann nochmal erkundigen, inwiefern wir das abbilden könnten. Danke vielmals. Wenn ich versuche zusammenzufassen, die Aspekte, unter denen man dieses externe Transportkostenphänomen zusammenfassen kann, dann haben wir einerseits den Wettbewerbsaspekt den würde ich wieder zwei teilen vielleicht. Auf der einen Seite, wir haben ein interessantes Phänomen, wenn tatsächlich Transportkosten externalisiert werden, dann stellt es doch wahrscheinlich sowas dar wie eine Subvention des grenzüberschreitenden oder des Fernhandels zulasten der regionalen Produktion oder der Inlandsproduktion. Und dann haben wir noch ein zweites Phänomen, das aus der Repräsentation nicht so herausgeht. Ich gehe davon aus, dass die Subventionierung unterschiedlich ist, je nach Transportmodus. Also, dass es eine Bevorzugung, ich sage jetzt, des Straßengüterverkehrs im Verhältnis zum Eisenbahngüterverkehr oder des Seeschifffahrtsverkehr gibt, lässt sich dazu etwas ableiten aus Ihren Ergebnissen? Auch eine sehr interessante und spannende Frage im Hinblick auf sozusagen, also das ist sozusagen ein Hauptpunkt sozusagen, ist es natürlich, dass aufgrund dessen, dass nicht die Warentransportkosten sozusagen in den Preisen berücksichtigt sind, natürlich sozusagen die langen Transportwege nicht adäquat bepreist sind und natürlich dann zu verzerrten Entscheidungen führen. Und natürlich im Hinblick auf sozusagen international gehandelte Waren versus regionale, lokale Produktion sozusagen hier Unterschiede oder Wettbewerbsverzerrungen stattfinden. Natürlich ist auch auf nationaler Ebene teilweise Transport notwendig, aber natürlich in einem geringeren Umfang. Und teilweise wird der besser erfasst oder besser sozusagen preiswirksam berücksichtigt, dass dadurch, dass innerhalb der EU oder innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten natürlich für die einzelnen Verkehrsträger schon Internalisierungsmaßnahmen zum Teil gibt. Also beispielsweise, wenn der Apfel aus der Steiermark nach Wien transportiert wird, dann ist es zumindest über die Lkw-Maut beispielsweise teilweise die externen Kosten schon berücksichtigt. Hingegen im internationalen Handel haben wir oft das Problem sozusagen, dass der internationale Handel derzeit aus vielen EU-Initiativen bzw. Gesetzgebungen komplett ausgenommen ist. Beispielsweise denken wir an den Luftverkehr, wo es eigentlich die Kerosin, sozusagen Kerosin nicht Mineralöl besteuert ist. Es gibt keine Mehrwertbesteuerung. Es ist erst seit letztem Jahr so, dass im Luftverkehr auch Emissionshandelszertifikate notwendig sind, aber die zum Teil sozusagen nur auf den EU-Binnenmarktluftverkehr abzielen und nicht sozusagen auf den internationalen Luftverkehr. Also ich würde es eher umgekehrt formulieren, dass sozusagen eher auf nationaler oder auf europäischer Ebene eher sozusagen hier schon Initiativen greifen, während eher die internationalen gehandelten Waren eigentlich diese Bevorzugung genießen, dadurch, dass sie eben nicht adäquat bepreist werden, weil eben der Seeverkehr, der Luftverkehr von vielen dieser europäischen bzw. internationalen Maßnahmen eigentlich noch nicht ausgenommen sind oder eben noch nicht erst seit Kurzem sozusagen eingeführt wurden. Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt. Einer der Gründe, warum wir diese Studie in Auftrag gegeben haben, was wir uns anschauen wollen, ist, ob es eine solche tatsächlich sich nachweisen lässt, eine solche Bevorzugung, eine solche implizite Subventionierung des grenzüberschreitenden Handels, die man dann zum Beispiel im Rahmen von Beschaffungsregelungen ausgleichen könnte, ohne gegen internationale Nichtdiskriminierungsbestimmungen zu verstoßen. Ein Punkt ist mir noch aufgefallen in Ihrer Präsentation, der mich ein bisschen überrascht hat.
dass es so wenig Unterschied ausmacht in ihren Modellberechnungen, ob man die Einnahmen aus einer Besteuerung oder Bepreisung der Transportkosten reinvestiert, wiederverwendet oder nicht. Ist das einfach ein Größeneffekt oder haben Sie da eine andere Erklärung dafür? Naja, also ich würde sie nicht als klein abtun, dadurch, dass man eigentlich schon sieht, und ich kann gern sonst nochmal die Folie teilen, damit das leichter ist. Wenn man, ich glaube, ich tue das, weil dann ist die Darstellung, das glaube ich, ist. Also ich gehe da jetzt nochmal zurück auf die Effekte, auf die Gesamteffekte sozusagen, wenn die EU eine EU-weite Internalisierung voranbringen würde. Und ich würde sozusagen ihr Statement eigentlich sozusagen nicht unterschreiben, dadurch, dass man eigentlich sozusagen im Vergleich dieser letzten zwei Spalten, wenn beide sozusagen Zölle implementiert werden, das ist in beiden Fällen so, einmal ohne Verwertung und einmal mit Verwertung, dann zeigt sich eigentlich, dass hier ohne Verwertung das reale BIP sinken würde, nämlich um minus 0,2%, während hingegen, wenn man sozusagen eine Verwertung oder eine budgetneutrale, sozusagen die Einnahmen budgetneutral wieder ins Wirtschaftssystem zurückfließen würde, hier eigentlich sich ein positiver Impuls für die europäische Wirtschaft ergeben würde. Also ich würde sozusagen genau sagen, das ist ja genau, das macht ja genau den Unterschied. Also wenn ich es sozusagen wieder zurückführe ins Wirtschaftssystem, und es macht auch Sinn, es hier als Staatsausgaben sozusagen zu berücksichtigen, dadurch, dass ja vor allem wahrscheinlich sozusagen der Staat Maßnahmen setzen wird, um die Schäden, die mit diesen externen Effekten oder Kosten, die mit diesen externen Effekten verbunden sind, sei es Gesundheitskosten, sei es Klima- oder Luftverschmutzungskosten sozusagen beseitigen möchte sozusagen. Und sozusagen finde ich die Annahme eigentlich relativ treffsicher. Und ich würde schon sagen, dass es schon einen Unterschied macht, ob man das berücksichtigt oder nicht. Und es klingt zwar nicht viel, sozusagen diese 33 Milliarden auf EU-Ebene wieder zurückzuspielen, das sind nur 0,2% vom EU-BIP, aber es hat doch eine beträchtliche Auswirkung auf die Modellergebnisse. Sie haben recht, ich nehme das zurück, diese impliziten Punkte. Ich habe mich stärker auf die allerletzte Spalte isoliert konzentriert und nicht so sehr auf die Differenz zwischen den beiden letzten Spalten. Und dann ist der Effekt natürlich deutlich größer. Danke vielmals, Frau Christen. Wir haben keine weitere Frage. Wir sind auch am Schluss unserer allokierten Zeit angekommen. Ich fand die Studie sehr spannend. Ich bin ganz sicher, dass uns dieses Thema in den nächsten Jahren weiter verfolgen wird und dass wir uns mehr damit beschäftigen werden. Und ich bin froh, dass wir diese Studie haben als Ausgangspunkt für die weitere Beschäftigung. Damit auf diesem Weg auch Dank an das gesamte Team, das daran mitgearbeitet hat und für Ihre Bereitschaft heute, sie zu präsentieren. Gerne. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Studienpräsentation. Ich hoffe, Sie hat Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, so gut gefallen wie mir. Das war die erste Veranstaltung im Rahmen des FIW nach dem Sommer, aber natürlich nicht die letzte. Details können Sie wie immer dem FIW-Newsletter und dem FIW-Blog entnehmen. Extra hinweisen möchte ich auf eine Veranstaltung bzw. Veranstaltungsreihe. Das ist das Außenwirtschaftscurriculum, ein Lehrgang, den wir gemeinsam, das FIW, das Wirtschaftsministerium und die Verwaltungsakademie des Bundes gemeinsam machen, der in die zweite Runde geht. Da wird im Rahmen von 11 Seminaren die Basics und die unterschiedlichen Aspekte der Außenwirtschaft betrachtet und diskutiert. Man kann sich einzelne Seminare anschauen, aber wer den ganzen Lehrgang macht, kriegt dann eine Teilnahmebestätigung. Das Auftaktseminar mit dem Namen Open Markets Matter findet am 30.
9. September statt, zwischen 9 und 11 ist eine virtuelle Veranstaltung. Wie immer bekommen Sie nach dieser Veranstaltung einen Link für Feedback und wie immer ersuchen wir Sie, teilen Sie uns mit, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen weniger gefallen hat, was Sie Anregungen haben, damit wir solche Veranstaltungen in Zukunft noch besser machen können. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, herzlichen Dank an die Frau Buschbach und an das Wirtschaftsministerium für die Vorbereitung und die Betreuung während dieses Seminars. Ich wünsche allen noch einen schönen weiteren Tag und freue mich auf die nächste Gelegenheit auf einen Kontakt im Rahmen einer EPD-Veranstaltung. Auf Wiedersehen.